Ja, typisch Ludmilla. Das ist eine gute Frage. Der Sitz, die Glocke. Die Glocke und der Sitz. Den Kiefer weit. Körperhaltung und Glocke. Alle Singeübungen. Weil ich mich danach sehr, sehr gut eingesungen gefühlt habe einfach. Ja, sing die Töne mal wie eine fette Opernsängerin, richtig wie eine Furie. Schmal, Schnute, Schuck, 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 Schuck. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Du musst dir das vorstellen, als hättest du eine heiße Kartoffel im Mund. Als ob man einen heißen Kloß verschluckt. Stell dir vor, als hättest du eine heiße Kartoffel im Mund. Körperhaltung, Spannung. Disziplin. Wenn sie arbeitet, dann arbeitet sie mit dem Chor. Und dann sieht und sie in rechts und links nichts anderes. Das ist dann der klare Fokus. Dann zieht das gnadenlos 45 Minuten durch. Ne? Und so lange, bis der Letzte begriffen hat. Temperament und Hektik ist ja sehr dicht beieinander. So, dass ich natürlich dann sehr schnell spreche. Also dann geht das natürlich mit mir los. Und da sehe ich einfach nur an den entgeisterten Gesichtern, die haben nur die Hälfte von dem Verstand, was ich gesagt habe. Also fängst du doch mal an. Sie ist ja jetzt auch damals nicht so sonderlich groß gewesen. Das Einzige, was ich immer gesehen habe hinten, war immer so die Hand, wenn dann alle gemeint waren. Frau Rehberg hat ja so sehr große Augen. Hat sie immer noch wahrscheinlich. Dann geht der ganze Mund mit und deine Hände und deine Augen. Und das sieht immer aus wie ein Fisch auch so ein bisschen. Wenn man beim Einsingen so an die besonders hohen Töne kam, dann wurden aus meinem Blickwinkel ihre Augen immer noch so ein ganz kleines Stückchen größer. Da ist natürlich schwierig, sich zu konzentrieren, wenn du einem sowas anbietest. Man konnte in Ludmillas Gesicht immer lesen, irgendwie, was sie jetzt denkt. War irgendwie das letzte Lied, war das in Ordnung? Oder war das mehr so, okay, in der Probe lief es besser? Deine ich Hände machen halt auch, ne? So ja, natürlich. Die Südländer, was hast du denn gedacht? Da. Ja. Wenn wir beim bunten Weihnachtszeller auf der Bühne gestanden haben, und Frau Rehberg mit ihren weißen Handschuhen uns riesengroß dirigiert hat, damit wir sie sehen können. Aber es ist zum Piepen, dass sie letztlich immer an sich rumzuppelt, um korrekt zu sein. Wenn die Männer mal öfter so ein bisschen undiszipliniert waren, dann sendete sie scharfe Blicke und sprach ihren Mann mit Herr Rehberg an. Da wussten alle, jetzt brennt die Luft, jetzt lieber artig sein. Ich weiß auch, dass ihr euch über mich amüsiert. Er sollte eigentlich da vorne konzentriert gucken, aber er lacht.